Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 18. Februar 2020. Der President, der liegt hinter uns und unser DAX hat hier ordentlich Zeit gehabt, mal ein bisschen Kraft zu tanken, etwas zu meditieren. Der hat sich nicht bewegt, so richtig gar nicht. Das sah, sag ich mal, so kurz vor 8 noch ein bisschen anders aus. Der stand dann nämlich deutlich über der 800. Ich hätte gedacht, der kommt auch da in den Handel rein und schiebt sich dann so smooth einfach ein bisschen oben raus. Aber der Krümel hat sich gleich hier direkt vorm Start noch nach unten gedrückt, unter die 800 auch zurückgezogen, dann da unten den Gap close gemacht, naja, und ein bisschen zur Seite gehampelt. Apple kam nochmal mit einer Nachricht rum, dass wohl man davon ausgeht, dass wegen des Coronavirus der Absatz, dass man die Ziele in China nicht erreichen kann. Ich hatte eigentlich so den Eindruck, das Thema ist ganz gut vom Tisch gegangen. War deswegen, hatte für mich selber schon da so mir so eine kleine Seite rausgesucht, an der man das relativ gut überwachen muss, weil ich mir so dachte, naja, wenn das jetzt so alle so ein bisschen aus dem Sinn verlieren, sollte man vielleicht mal gucken, wenn dann so das erste Mal sechsstellige Infektionszahlen vermeldet werden, also wenn man sagen kann, hey, jetzt 100.000 Infizierte, sprich so ab 99.900 irgendwas hätte man dann vielleicht mal sogar auf eine News hintraden können, indem man sich da irgendwie mal schon mal ein bisschen Short eingedeckt hätte. Mit dem Ziel, dass wenn dann die 100.000 Meldung kommt, man eben da die Rutsche mitnehmen kann. Ich zeige Ihnen mal, wo ich hier mit schaue. Das ist hier so eine, ja, Jesus, ich kann den Link mal unten mit reinhängen. Ist eigentlich recht schick aufbereitet. Hier sieht man letztendlich die Infektionen, wo sie auftreten, wie sie auftreten, die aber Sterberaten, beziehungsweise die gestorben sind, die geheilt sind. Wir sehen schon hier vom Verhältnis her ist das schon auch ja, nicht ganz zu vernachlässigen. Plus der Grund ist jetzt nicht, dass wegen 1000 Toten jetzt hier die Weltwirtschaft zusammenbricht, aber lassen sich das immer mal ein bisschen auch durch den Kopf gehen. Ne? So Streiks. Streiks sagt man immer, wenn hier die Gewerkschaften streiken oder was, hat das eine Auswirkung, so viel Hunderttausenden bis Millionen, was die Firmen an weniger Einnahmen haben, dadurch, dass sie weniger produzieren. Und dann können Sie davon ausgehen, dass da ganze Städte unter Quarantäne gesetzt sind und die Leute dann natürlich auch nicht arbeiten gehen können. Ne? Das heißt, da wird gegebenenfalls, gehe ich fast davon aus, dass es kurz oder lang auch tatsächlich dazu führen wird, wenn das nicht hier bald vom Tisch kommt, dass dann eben auch in Deutschland Ansässige, die davon dem Virus jetzt eher mehr überhaupt nicht betroffen sind, einfach denen irgendwelche Produktionsmittel fehlen, die dann einfach ausgehen, weil sie nicht mehr geliefert werden. Ein Kollege von mir, der lebt in Bangkok, der hat auch schon gesagt, bei Tencent, dort sind komplett die Regale leer, da kommt überhaupt nichts mehr aus China momentan, gar nichts mehr, da ist einfach nichts in den Regalen, wird nichts geliefert. Ich will jetzt hier keine Panik machen, um Gottes Willen, aber ich habe heute nichts, über das ich erzählen kann. Merken Sie, ne? Dann müssen wir mal über was anderes reden. Ich wollte Ihnen die Seite mal gezeigt haben. Können Sie vielleicht auch selber mal ein bisschen drauf gucken? Dadurch, dass Apple das jetzt gemeldet hat, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man hier zum Montag, jetzt zum Dienstag ein bisschen so dieses typische Montagsgehampel nachzieht. Schauen wir mal. Wir können jetzt endlich die Pfeile noch mitnehmen. Die Analyse bleibt gleich. Die Analyse bleibt bestehen, bleibt auch gültig und wirksam. Das, was wir am Vortag gesagt haben, ist noch genauso gültig. Wir haben eher fast schon ein steigendes Dreieck. Tendenziell wäre das damit sogar ein Trigger oben raus. Sollte es der DAX also schaffen, über die 13.800 zum Dienstag, hätte er gute Karten, hier ein gutes Stück weiterzukommen, ne? Weil das ist ein steigendes Dreieck, was wir hier sehen. Wir sind jetzt drei, vier Mal an der 13.800 gekommen, gewesen, sind immer wieder so dran gestoßen. Die Rücksätze sind immer kleiner geworden von der 13.800 weg. Und wenn er das jetzt nicht nach unten auflöst, muss man ein bisschen aufpassen. Der hat auf kleineren Zeiteinheiten schon viele steigende Dreiecke gebaut, die letzten Tage hat es immer wieder nach unten aufgelöst, aber im großen Muster ergibt es trotzdem noch ein großes und ich würde schon sagen, wenn der hier drüber geht, ich glaube, wir gehen eher dann in den Bereich hier, das wird nicht bloß die 890, das heißt über 800, kann man sich mal auf den Zettel schreiben, nicht unbedingt shorten. Ne? Also es ist halt, es ist klar, kann es klappen, aber die Wahrscheinlichkeit, mit der das klappt, die ist deutlich kleiner, als dass sie vielleicht mit dem Long dort gewinnen. Ne, und auch wenn man sich sagt, na, irgendwann kommt der eh wieder runter, das ist die falsche Einstellung zum Traden. Dann lieber die Punkte noch mitgehen. Ne? Auch Leute, die sagen, sie hauen da jetzt alle 100 Punkte irgendwo Short rein. Wenn sie jetzt schon davon ausgehen, dass sie zwei, dreimal noch nachsetzen müssen,
mit dem Ziel, jetzt da reinzukaufen, um da oben einen schöneren Einstand zu kriegen, dann gehen es doch die 200 Punkte noch lang mit. Nicht immer wie die Anfänger denken. So. Also, das muss, also solche Sachen, die müssen echt aus den Köpfen. Ne? Das ist so ein bisschen instinktives Verhalten, was man da mitbringt. Das ist nicht immer unbedingt das Beste, was man machen kann. Also ruhig auch mal versuchen, ein bisschen um die Ecke zu denken, damit man eher in den Markt reintradet, mit dem Geld schwimmt, als dass man sich dagegen stellt. Ja? Also das einfach nochmal als Appell ein bisschen zu mitnehmen und mehr kann ich heute nicht sagen. Es tut mir leid. Ich hänge Ihnen den Link mit unter das Video, da können Sie sich ein bisschen drin dumm klicken da. Schauen wir mal, wie gesagt, da kam heute News von Apple. Ich habe auch was anderslautendes aus Deutschland irgendwo gehört mit deutsche Wirtschaft. Wird unter Folgen. Also so langsam kommen diese ganzen Experten. Ich erinnere mich noch dran, wie das losging mit dem Virus. Wir haben es echt hier gesagt, man muss aufpassen, wenn der Markt anfängt zu bröckeln. Und alle sagen, das ist doch überhaupt nicht so schlimm. Irgendwann dreht sich's. Ne, es ist wieder. Also es ist eigentlich klassischer Nachrichtenverlauf wieder. Und jetzt stehen alle da und ja, jetzt ist es plötzlich große Katastrophe und der Markt steigt. Egal, gut, ich mach zu. Wir brauchen hier heute nicht sprechen. Die Marken sind klar. Wir haben hier Trigger unter 27, unter 710. Bis dahin ist noch kleiner Puffer unter 27. Würde ich schon sagen, 630. Unter 630 gehe ich fast davon aus, dass wir nochmal einen Schuss auf die 500 kriegen. Und alles über 800 ist für mich positiver Chart. Kann natürlich nach unten reagieren. Das Restrisiko hat man immer. Die Frage ist, geht man auf 20% Wahrscheinlichkeit eben in den Short rein oder versucht man es mit 80% Wahrscheinlichkeit auf den Long halten. Das ist immer die Frage beim Traden. Passieren kann immer alles, aber wenn man immer noch gegen die Wahrscheinlichkeiten handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man am Jahresende eine rote Zahl auf dem Kontoauszug stehen hat, was zumindest das Trading Depot angeht. Und das ist nicht Ziel der Geschichte. Und damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.